Hallo, ich bin die Suse und wir werden heute zusammen unseren Unterkörper dehnen. Heißt Beine, Gesäß und Fußmuskulatur, nachdem wir ja schon beim letzten Mal unseren gesamten Oberkörper gedehnt haben. Kommt nach unten auf die Matte oder auf den Boden und von dort starten wir. Ihr stellt euren rechten Fuß vorn auf. Das Fußgelenk ist erst einmal unter eurem Knie und das hintere Knie ist unter eurer Hüfte. Von dort bringt ihr euer Becken in Parallelstellung und zieht die Arme lang nach oben hinaus, atmet tief ein und atmet aus, streckt das vordere Bein, wenn die Arme tief gehen. Mit der Einatmung kommt ihr erstmal wieder hoch, wir mobilisieren und schiebt euch aus der Hüfte nach hinten heraus. Da merkt ihr schon, mit jedem Mal geht es ein klein bisschen besser. Versucht wirklich das vordere Bein länger werden zu lassen, das Knie zu strecken, den Oberkörper lang nach vorn hinauszuschieben. Und dann kommt ihr nach oben zurück. Euren rechten Arm lasst ihr nach unten sinken und greift unter der Hüfte in Richtung Boden. Den Oberkörper lehnt ihr nach rechts rüber, atmet tief ein und spür die Länge hier auf der Seite beginnen, über die Hüfte, über den Hüftbeuger, in den Oberschenkel hineinziehen. Wenn du dein Becken noch ein bisschen aufrichtest, geht die Dehnung intensiver in deinen vorderen Oberschenkel hinein. Achte darauf, dass das vordere Knie nicht nach außen wegkippt, sondern über dem Fußgelenk bleibt. Atme ganz tief ein und komm langsam zur Mitte wieder zurück. Du stellst dein rechtes Bein jetzt ein Stückchen weiter nach vorn, bringst das Knie wieder über dein Fußgelenk. Du setzt deine Hände nach hinten auf und lässt die hintere Leiste in Richtung Boden sinken. Schieb dein hinteres Bein immer noch ein Stückchen weiter nach hinten hinaus, aber halte das vordere Knie über dem Fußgelenk. Lass die Leiste durchhängen, stütz dich mit den Händen vorn ab. Atme noch einmal ein. Mit der Ausatmung schiebst du dich nach hinten heraus, streckst dein vorderes Bein, zieh die Fußspitze an und versuch das Becken noch ein bisschen tiefer absinken zu lassen, bis du die Dehnung jetzt im vorderen Bein auf der Oberschenkelrückseite spürst und dort halten wir wieder. Wir versuchen gemeinsam heute, jede Bewegung 20 Sekunden zu halten. Natürlich darfst du zu Hause gern auch länger dehnen, 30 bis 60 Sekunden. Komm langsam, schieb dich wieder nach vorn hinaus. Setz die Fußspitze hinten auf, drück dich aus dem hinteren Bein heraus, schieb das Becken nach oben zur Decke. Und lass beide Beine gestreckt und versuch die hintere Ferse in Richtung Boden sinken zu lassen. Wenn du kannst, verlängere deinen Oberkörper noch einmal. Schieb das Brustbein ein Stück nach vorn hinaus. Atme ganz tief ein, beug das vordere Bein wieder, lass das hintere Knie zum Boden zurücksinken. Und kommen wieder nach oben. Wir wechseln die Ausgangsposition. Wir stellen unseren linken Fuß jetzt nach vorn auf. Schaut nochmal, dass das linke Knie über eurem linken Fuß ist, das rechte Knie unter der Hüfte ist. Den Oberkörper richtet ihr auf. Das Becken kippst du ganz leicht nach oben. Du atmest ein, die Arme kommen nach oben hinaus. Ausatmen, du schiebst das Becken nach hinten. Einatmen, ihr richtet euch wieder auf. Ausatmen, ihr geht nach hinten. Versuch dabei, dein vorderes Bein zu strecken. Einatmen, lang werden. Ausatmen, tief schieben.
Immer wieder die Hüfte aufrichten. Ein letztes Mal. Jetzt ist es wichtig, dein Becken nach oben aufzurichten. Das vordere Knie bleibt über dem Fußgelenk und du lässt deine linke Hand unter der Hüfte zum Boden sinken. Dein Oberkörper neigt sich zur linken Seite. Gib dein Becken noch ein Stückchen nach oben, schieb die Leiste nach vorn und du spürst, wie die Dehnung in deinen rechten Oberschenkel hineingeht. Versuch mit der linken Hand noch ein bisschen tiefer zu greifen. Atme ganz gleichmäßig ein und komm mit der Ausatmung langsam zurück. Okay, wir stellen unseren linken Fuß ein Stückchen weiter nach vorn hinaus. Ihr kennt das schon. Das Knie kommt wieder übers Fußgelenk. Du stützt dich vorn mit deinen Händen ab. Wenn du magst, schiebst du dein hinteres Bein gleich noch ein Stückchen weiter hinaus und lässt dann die rechte Leiste richtig schön locker in Richtung Boden sinken, bis du eine gute Dehnung hier im Hüftbeuger spürst. Halt den Oberkörper lang und gerade. Du kannst dich auch auf deinem Oberschenkel abstützen, wenn dir das vom Rücken angenehmer ist. Lass die Schultern noch einmal sinken, atme gleichmäßig ein und aus. Von hier schiebst du dich langsam wieder nach hinten, bis dein vorderes Bein gestreckt ist. Hol die Fußspitze noch mit heran, lass dein Becken etwas tiefer sinken. Und schieb deinen Brustkorb nach vorn oben hinaus. Versuch dein linkes Knie nochmal etwas mehr in Richtung Boden sinken zu lassen. Bitte nicht mit den Händen nachdrücken. Der Körper muss selbst in die Bewegung gehen. Zieh die Fußspitze noch ein Stückchen heran. Atme tief ein und komm langsam wieder nach vorn. Setz beide Hände ab, setz auch die Fußspitze hinten auf und schieb das Becken jetzt langsam nach oben hin Richtung Decke. Beide Beine wieder strecken und die hintere Ferse in Richtung Boden sinken lassen. Streck deinen Rücken noch mal etwas mehr. Und komm langsam wieder zurück. Vordere Bein beugen, hintere Bein heranziehen, aufrichten und lockern. Okay. Aus der Position wollen wir jetzt noch einmal ganz isoliert unsere Oberschenkelvorderseiten dehnen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich zeige euch heute mal meine Lieblingsübung. Ihr stellt euren rechten Fuß wieder vorn auf. Der Fußgelenk ist unter dem Kniegelenk. Wir starten erstmal im 90-Grad-Winkel. Hier ist es eventuell auch nötig, sich festzuhalten. Vorne auf einem Tisch, Couchtisch oder an einem Stuhl. Ihr winkelt jetzt das hintere Bein an. Umfasst das Fußgelenk und zieh die Ferse in Richtung Knie. Jetzt richtest du dein Becken noch mal ein wenig auf. Achte darauf, dass das vordere Knie über dem Fußgelenk bleibt. Dein Oberkörper drehst du nach vorn. Das kann beim allerersten Mal so ein bisschen krampfartig sein. Das löst sich dann nach und nach. Das passiert genau einmal, danach nie wieder. Und dann wird das auch besser von Mal zu Mal. Ganz langsam absetzen. Für euer Knie noch ein Tipp. Ich benutze zu Hause immer ein dickes Couchkissen, was ich mir unter die Kniescheibe lege. Ist einfach deutlich angenehmer vom Druck. Seitenwechsel. Also wie gesagt, vorne abstützen, dann das Bein hinten anwinkeln, heranziehen. Das Becken zur Mitte aufdrehen, nach oben kippen, den Oberkörper zur Mitte aufrichten. Immer auch so ein bisschen in die Muskulatur hineindenken, die ihr dehnen wollt. Also versucht hier Länge in den Oberschenkel zu bekommen. Ihr müsst die Hüfte aufmachen.
aus der Leiste. Atmet tief ein, atmet langsam aus, setzt beide Füße nebeneinander. Setz deine Fußspitzen hinten auf, geh mit den Fersen hinten auf, geh mit dem Po auf deine Fersen, so rum, setz dich auf deine Fersen, zieh die Fußzehen heran, so dehnen wir unsere Fußmuskulatur. Du richtest dich noch einmal auf, mach dich lang und gerade und bleib einfach für einen Moment so sitzen. Versuch die Zehen richtig schön locker zu machen, sie weit zu öffnen. Und das Gefühl zu haben, deine Ballen öffnen sich. Von hier strecken wir unsere Füße, setzen uns wieder auf die Fersen und heben mal im Wechsel unsere Knie aus der Matte heraus. Wir wollen unsere vordere Schienbeinmuskulatur dehnen, den Fuß spannen. Und langsam in eine ganzheitliche Dehnung übergehen. Ich biete sie euch mit an. Wie gesagt, alles auch eine Option. Macht die Übungen, die euch sicher vorkommen, in denen ihr euch wohlfühlt. Zieht nochmal beide Beine hoch. Einmal lang halten. Den Rücken gerade lassen. Die Zehen nicht verkrampfen. Und langsam lockern. Von hier legt ihr euch auf den Rücken, den Kopf ablegen, das rechte Bein legt ihr auf dem linken Oberschenkel ab, umfasst euer linkes Bein und zieht euch das linke Bein heran. Mit dem rechten Ellbogen kannst du dein rechtes Bein noch ein Stück nach außen wegdrehen von dir. Die Dehnung spürt ihr rechts in der Gesäßmuskulatur, Hüfte, Oberschenkel, Außenseite. Dort kann es hingehen. Wir dehnen unseren Piriformis, den kleinen Muskel, der quer durchs Gesäß verläuft. Wir wechseln die Seite und der uns so sehr ärgert in unserem unteren Rücken. Denn er muss sich leider seinen Platz mit dem Ischiasnerv teilen. Und dementsprechend, wenn der Muskel verspannt ist, wird auch der Ischias ein wenig geärgert. Atmet noch einmal tief ein, zieht euch das rechte Bein ein Stückchen näher heran, atmet aus und setzt die Füße hüftbreit am Boden auf. Geh mit den Händen etwas dichter heran, sodass du deine Fußgelenke greifen kannst. Okay. Und schieb dein Becken nach oben jetzt hinaus. Versuch mit den Händen die Fußgelenke zu greifen. Halt die Knie parallel. Löse die Spannung in der Gesäßmuskulatur. Schieb deine Leiste weit nach oben hinaus. Zieh die Schulterblätter noch ein bisschen zusammen und leg dich auf deinen Schultern ganz entspannt ab. Atme gleichmäßig tief ein und aus und lass das Becken langsam wieder sinken. Hol deine Beine zu dir heran, zieh die Knie in Richtung Schultern. Umfasse deine Füße, strecke die Fußsohlen nach oben zur Decke und zieh die Knie nach unten. Atme gleichmäßig ein, führe die Fußsohlen zueinander mit der Ausatmung und ziehe die Fußsohlen in eine Linie mit deinen Knien. Drück die Knie nach außen von dir weg und zieh die Füße ein wenig in diese Linie hinein.
Atme noch einmal ganz gleichmäßig ein, schließe die Knie, schiebe die Füße in Richtung Decke. Mit den Händen kannst du die Oberschenkel ein wenig stützen, zieh die Fußspitzen zu dir heran, schieb deine Fersen nach oben zur Decke hinaus. Atme ganz tief ein. Mit der Ausatmung holst du die Beine wieder zu dir heran, rollst dich langsam nach oben auf. Und damit haben wir einen Großteil unserer Beinmuskulatur gedehnt. Für euch ein paar Übungsbeispiele. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder neue Übungen. Tschüss!